endlich sehen wir ja wieder. Oh, meine Haare fallen schon raus. Guck mal, endlich sind wir schon wieder auf der Seite mit dem Zug. Mit dem Tunnel und dem Zug. Gell? Ja, du musst wissen, dass deine Eltern, wenn sie sowas tun, was tun die denn? Naja, schau dir doch mal diesen Zug an. Der fährt gleich in diesen Tunnel rein. Der ist ein bisschen groß geworden, weil deine Eltern Kinder bekommen haben. Hä, was erzählt die denn da? Clara, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, lass dieses Kind in Ruhe. Lass mich erzählen, wenn ich erzählen möchte. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Du hast irgendwas gesagt, dass der Tunnel groß geworden ist, nachdem ich auf die Welt gekommen bin. Kann es sein? Ja, genau. Also, dieser Tunnel. Weg damit. Dieser besagte Tunnel ist größer geworden, seitdem du auf diese Welt gekommen bist. Psch. Ah, warum hast du das getan? Ich will dir einfach nur erklären, dass du eine kleine... Piep. Mama! Deine Mutter hört dich nicht, also weg damit wieder. Clara! Ja, was denn? Clara, Clara, wir haben einen Notfall. Was denn für ein Notfall? Die Mutter... Was? Okay, lass gehen. Was ist denn los? Wir haben keine Zeit für so einen Scheiß hier. Komm. Da ist er, glaube ich, schon aus dem Zug rausgefahren. Da ist aus dem Tunnel rausgefahren, stimmt's? Und da schaut er dem Tunnel nochmal hinterher. Oh Gott, war der schon wieder schnell am Machen, ohne auf die Bedürfnisse der Frau einzugehen? Weiß er etwa nicht, wie ein Gentleman sein sollte? Wer bist du denn? Hallo, ich bin Brad. Ich bin nicht Brad Pitt, aber ich heiße auch Brad. Also, was ist denn hier los? Brad, du bist ja völlig betrunken schon wieder. Nein, bin ich nicht. Ich habe nur 2 Bier getrunken heute, okay? Also, aus dem Weg. Lass das Kind in Ruhe, es weiß doch nicht. Ach so, okay. Dann sorry, gell? Ja, okay, passt schon. Tschüss. Was ist denn heute hier los? Alle reden hier durcheinander. Guck mal, hier sind auch Enten. Deine Familie ist es vielleicht.